Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute Türchen Nummer 5 des Advent of Code Adventskalenders. Gestern hat es ja ganz gut funktioniert, also machen wir auch weiter so. Ich fasse einfach mal grob zusammen, worum es geht. Hydrothermale Vents liegen vor uns und wir müssen eine sichere Route finden, wie wir durch dieses Schlotgebiet durchkommen. Das U-Boot erzeugt für uns einen Report, eine Art Scan des Gebietes voraus. Wir müssen aber diesen Report interpretieren. Also der Report ist gegeben in Liniensegmente. Die werden immer angegeben, von bis verläuft ein Zug aus Schloten. Und wenn man jetzt sagen Sie hier, ignoriere, man soll zunächst erstmal nur die horizontalen und vertikalen Linien beachten, wie zum Beispiel jetzt hier die allererste, die uns da sagt von 0,9 bis 5,9, ja, also x 0,9, x 0, y 9 bis x 5, y 9. Das ist eine waagerechte oder senkrechte Linie, je nachdem, wie rum man den Report interpretiert. Eine waagerechte Linie von Schloten. Hier unten haben Sie mal alle waagerechten und horizontalen Linien in einem Diagramm eingezeichnet. Überall, wo ein Schlot ist, steht eine 1. Überall, wo sich zwei Linien treffen, steht eine 2. Hypothetisch, das wird von dem Fallbeispiel hier nicht abgedeckt, könnten sich auch irgendwo 3 treffen. Stünde da entsprechend eine 3. So, also wir interpretieren also den Bericht des U-Boots als ein solches Diagramm und versuchen jetzt all diejenigen Punkte ausfindig zu machen, wo eben mehr als zwei Schlote aufeinandertreffen, weil da die Schlote besonders hoch wachsen, da müssen wir ausweichen. So. Die gesuchte Antwort ist, wie viele solcher Punkte es gibt, wo mindestens zwei Schlotlinien überlappen. Ich habe hier also auch schon wieder den Code soweit vorbereitet, auch schon den Test mit dem Fallbeispiel durchlaufen lassen. Und das funktioniert. Gehen wir nochmal durch den Code durch. Diesmal importiere ich sogar was, was nicht von Typings kommt, aus dem ITER-Tools Repeat. Wir kommen gleich dazu, was das genau macht. Ich habe mir das Fallbeispiel rauskopiert. Und dann geht es auch schon los. Meine Idee war, das gibt diese Grafik, die Sie hier online schon so vorbereitet haben, ja schon so ungefähr vor. Das sieht ja aus wie eine Matrix. Dachte ich, okay, eine Matrix ist vielleicht eine gute Struktur, abermals aber im Hinterkopf haltend, dass wir hier vielleicht mit Memory-effizient, speichereffizient arbeiten wollen, nehmen wir nicht also irgendein Array, sondern wir implementieren uns eine kleine Sparse-Matrix mal eben, die nur nicht triviale Informationen speichert. Wie funktioniert die? Ist im Prinzip ganz simpel gehalten. Wir haben ein Dictionary. In dieses Dictionary, self.data, steht dann immer nur drin, an den Stellen. So, zum Beispiel x gleich 0 und y gleich 5. Da ist ein Schlot, da steht drin, an der Stelle x gleich 3, y gleich 9, da sind 7 Schlote. Ja. Es gibt ein Shape, also der sagt uns, wie groß ist die Gesamtmatrix. Also wie viele Zeilen, wie viele Spalten gibt es. Gibt es ein kleines Problem? Das wird vorher gar nicht gesagt, wie viele Zeilen und wie viele Spalten das gibt. Das stellt sich dann erst am Ende heraus, wenn man alle Informationen aus dem U-Boot-Report verwertet hat. Dann gibt es eben eine maximale Zeile, es gibt eine maximale Spalte und danach richtet sich, was die Ausdehnung, was die Größe der Matrix ist. Normalerweise möchte man so eine Information ja eigentlich vorab haben. Wie wird jetzt diese Simple Sparse Mat aufgebaut? Es gibt einmal den Konstruktor, wo das Data dann tatsächlich als ein leeres Dictionary initialisiert wird und das Shape eben auch initialisiert wird als Tupel 0,0, also keine Zeile, keine Spalte. Hier Num Rows, also Anzahl Zeilen, Anzahl Spalten.
NumColumns. Dann gibt es eine GetItem-Funktion, dieses doppelte Unterstrich, im Englischen auch Double Underscore und in der Python-Welt deswegen abgekürzt als Dunder, ist eine spezielle Funktion, die man einer selbstimplementierten Klasse geben kann, damit dann am Ende, wenn ich mir so ein Objekt meiner eigenen Klasse erzeuge, dann sorgt das GetItem dafür, dass diese eckigen Klammern werden intern umgeleitet auf GetItem. Ja, also ich schaffe dafür im Python-Sinne eine Matrix-Notation für meine Datenstruktur. Also über das GetItem kann ich dann auf Elemente meiner Matrix zugreifen. Wie funktioniert das? Ich hole mir also hier Item, Tupel, int, ja, x, y. Ich hole mir also eine Koordinate ab. Zurück gebe ich auch ein int, nämlich den Wert, der an der Stelle steht, wenn da was steht. Und dann kann ich hier mein Dictionary SelfData über die Get-Funktion, kann ich über die Get-Funktion aufrufen, was steht denn in Data an Item? Wenn in Data an Item überhaupt was steht. Und das ist das Tolle an dieser Punkt-Get-Funktion. Wenn für den Key-Item in Data gar nichts hinterlegt ist, dann wird hier ein Default-Value zurückgegeben, nämlich 0. Das ist ja der Sinn einer Sparse-Matrix. Man speichert nur die Dinge ab, die verschieden von 0 sind. Und wenn es in der Sparse-Matrix nicht direkt enthalten ist, dann ist es 0. Das ist gerade ja die spärliche Information, oder das ist der Überfluss an Informationen, die wir bei einer spärlichen Matrix, einer Sparse-Matrix, außen vor lassen. Das Gegenstück zu GetItem ist natürlich SetItem. Ich muss eine Matrix auch irgendwie in erster Linie beschreiben können. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo ich meinte, normalerweise möchte man den Shape eigentlich vorab wissen, damit man checken kann, ob das nächste, was man reinschreibt, gültigerweise überhaupt reingeschrieben werden kann. Wir aber von dem Report so eine Information vorab gar nicht bekommen. Das heißt, ich muss den Shape on the fly anpassen, indem ich gucke, okay, was stand denn am ersten Eintrag in Shape, also Shape 0 drin, und nehme dann also das größere Element Shape oder die neue Zeile und Shape oder die neue Spalte. Und dann natürlich trage ich an SelfData den Value ein. Dann habe ich noch eine String-Funktion zu Debug-Zwecken, die brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Des Weiteren habe ich mir jetzt hier eine Convert Raw to Matt, nicht, weil das hier ist ja unser Raw. Die führt das dann also aus, diese Funktion führt das aus dieser String-Darstellung in eine Simple Sparse Matt um. Wobei ich schon davon ausgehe, dass das Raw von oben zeilenweise aufgesplittet ist. Ja, also ich gehe davon aus, hier kommt eine Liste von Strings rein. Und es gibt eine Simple Sparse Matt zurück. Die wird nämlich gleich als erstes mal leer erzeugt und dann verarbeiten wir diese Lines. Zunächst spalten wir, ich nehme mal hier so eine Zeile als Beispiel raus. So, was passiert als erstes? Wir splitten, ja, das ist eine Zeile. Wir splitten anhand danach. Das wird weggesplittet und dann bekommen wir also einmal den vorderen Teil und einmal den hinteren Teil, jeweils immer noch als ein String. Den kann ich dann hier mit einem zweiten Split, wo wir nach dem Komma splitten, und mit dem Integer-Konstruktor kann ich dann also die vier Einträge jeweils in Integer-Zahlen umwandeln. Das heißt, wenn wir jetzt hier an dem Punkt angekommen sind, habe ich also eine Zeile in Integer-Koordinaten vollständig umgewandelt. So, jetzt wurde ja gesagt, wir schauen uns nur die horizontalen und vertikalen an. Also entweder wenn x0 ist gleich x1 oder y0 ist gleich y1. Da erzeuge ich mir hier, ja, VW übernimmt die Rolle von XY. Ich sage halt, okay, wenn x gleich bleibt, dann jetzt kommt das Repeat. Ich zeige euch mal kurz unten in der Python-Konsole, was das Repeat macht. Ich mir also abhole von from iterTools import repeat und dann kann ich sagen, für sagen wir mal i, j in zip, machen wir hier so 1, 2, 3, repeat 5 print i, j. So, was passiert? Wir bekommen
Das I iteriert sich durch die Liste 1, 2, 3, sehen wir hier, 1, 2, 3. Und das J wird auch iteriert durch dieses Repeat. Und zwar nimmt es mit jedem Schleifendurchlauf immer wieder den Wert 5 an, sodass wir Print IJ 1, 5, 2, 5, 3, 5 die 5 an das I dran paaren können. Ja? Also wir können mit dem Repeat eine konstante Information nehmen und einen Iterator drumherum faken, der einfach diesen konstanten Wert immer wieder zurückgibt. Und das ist, was ich hier gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, V ist Repeat auf den konstanten Wert von x. Upsala. Und W ist einfach Y, aber als Range. Ja? Also das geht dann von Y Anfang bis Y Ende die einzelnen Einträge durch. Damit ich dann hier unten, genau, ne, für VI, WI in SIP, VW, also ich gehe dann V und W durch und trage meine Sparse-Matrix ein, was auch immer da schon stand. Mutmaßlich 0, wenn vorher nichts gestanden hat, oder eben irgendein Wert, und packe ein plus 1 drauf, weil offensichtlich geht eine Schlotlinie da durch. Und am Ende gebe ich M zurück. Jetzt wollen wir noch wissen, wo in unserer Sparse-Matrix taucht der Wert 2 oder größer auf. Kein Problem, ich nehme mir also eine so eine Sparse-Matrix, die mein Analyze entgegen, initialisiere meine Endantwort out zunächst mal als 0 und gehe jetzt durch mein Datendictionary durch und gucke halt überall, wo ein Value größer ist als 1 und packe auf mein out plus 1 drauf und gebe out zurück. Ja, also dieses Analyze sagt mir, wie viele Einträge in meiner Simple Sparse Mat 2 oder größer sind. So, dann kommen wir in die Main. Ich hole mir von dem Raw Example, splitte das in seine Lines, nehme die Lines Example, konvertiere sie in meine Sparse Matrix und habe dann hier wieder mein Assert. Laut Aufgabenstellung muss für das Schaubeispiel 5 rauskommen. Und hier ist jetzt wieder Part 1. Ja, wir lesen Input A. Hier ist übrigens das Input A. Das sind 500 Schlotlinien offensichtlich, die hier unser U-Boot tatsächlich erfasst hat. Ich lese diesen Input A1 im Mode Read als F-Stream, lese den und splitte den nach seinen Zeilen, konvertiere es in seine Matrix und printe mir die Analyse aus. Ich habe es noch nicht laufen lassen. Schauen wir uns mal die Antwort an. Er gibt uns 6113 und dann gucken wir mal, ob das die richtige Antwort für die Aufgabenstellung ist. Und in der Tat, das ist sie gewesen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder zum Part 2. Okay, ich bin dann soweit auch mit dem Part 2 fertig. Ich habe ihn noch nicht final ausgeführt, nur das Testbeispiel laufen lassen. Hier kommt jetzt eigentlich nichts Weltbewegendes dazu. Wir haben eben gerade schon die horizontalen und vertikalen Schlotlinien behandelt. Jetzt kommen die Diagonalen dazu. Aber hier gesagt wird, es gibt ausschließlich Diagonalen mit 45 Grad Winkel. Man sieht es ja hier auch schon in dem Bild. Ja, also geht immer mal eins rüber, eins hoch, eins rüber, eins hoch oder eins rüber, eins runter, eins rüber, eins runter. Das sind dann die zusätzlichen Diagonalen, die es dann noch zu beachten gilt. Ich kann diese Grafik hier auch wunderbar reproduzieren. Man sieht es hier im Ansatz in der Konsole. Und im Fallbeispiel kommt 12 raus, kommt bei mir auch raus. Das stimmt alles soweit. Ich musste auch codetechnisch gar nicht viel anpassen. Überhaupt nicht. Ich musste nur bei dieser Convert Raw to Mat eine Einstellung hinzufügen. Part 2 Bool False, dass die Funktion so, sich so verhält wie vorher auch. Aber jetzt zusätzlich noch den neuen Fall, also die Diagonalen mit abdeckt. Vorher hatten wir hier if x0 gleich x1, also die x-Koordinate ist konstant, elif y0 gleich y1, die y-Koordinate ist konstant, also die horizontalen und die vertikalen. Upsala. Und jetzt kommt elif Part 2, also die Diagonalen. Ist auch kein Hit, sagen wir hier. Vorhin hatten wir hier gesagt, mal VW ist einer Range durch, der andere ist Repeat. In diesem Fall rangen jetzt beide durch. Von x0 nach x1 und von y nach y1. Das Einzige jetzt ein bisschen sch das Schwierige ist, der Range in Python ist ja halb offen. Das heißt, wenn ich sage,
Range von A nach B, dann entspricht das mathematisch dem halboffenen Intervall eingeschlossen A bis B, aber B ist schon nicht mehr mit dabei. Oder anders ausgedrückt, von 1 bis 3 produziert mir dann nacheinander einfach nur die Zahlen 1, 2 und dann Schluss, weil die 3 ist ja schon draußen. Gehen wir hier ein bisschen weiter, sagen wir sechstens. 1, 2, 3, 4, 5, so, ja. 1 bis 6, aber ohne die 6. Die Schwierigkeit ist jetzt hier, dass es jetzt die Frage anbelangt, rangen wir hoch, also von x0 nach x1, ist x0 kleiner als x1? Wir wollen ja immer, dass sowohl x0 als auch x1 drin ist, aber Range produziert ein halboffenes Intervall, deswegen müssen wir, wenn x1 größer ist als x0, plus 1 drauf addieren. Wenn x1 aber kleiner ist, dann müssen wir sogar 1 abziehen. Und das, was hier oben diese Step-V-Variable macht, die checkt, ist x0 kleiner x1, dann ist Step-V1 andernfalls minus 1 und analog das gleiche auch alles für y. So, also wir bauen uns hier neue Iteratoren für v und w. Der Rest des Codes hat sich nicht geändert. Also das ist dazugekommen. Der Rest ist völlig identisch und natürlich hier oben diese boolsche Flag ist dazugekommen. Und das war's. An der Analyze-Funktion ändert sich nichts, an der Sparse-Matrix ändert sich nichts, nichts gar nichts. Also auch wieder, ich habe hier ein paar Ressourcen ausgelagert, also wo ich mir die Lines aus dem Example und die Lines meines individualisierten Inputs ziehe. Und dann kommt Part 1. Wir bauen die Sparse-Matrix. Wobei hier die Part-2-Flag standardmäßig ja immer false gesetzt ist. Das können wir natürlich auch explizit sagen. Das ändert dann nichts. In Part 1 immer noch, wir asserten, dass da 5 kritische Punkte sind, die wir mit dem U-Boot zu umschiffen haben. Und wir geben die Antwort zu Part 1 aus. Und jetzt kommt eben neu dazu Part 2. Wir erzeugen uns ja auch wieder die Example-Matrix aus den Lines Example. Wir können auch schon m-convert raw lines part to true. Wir können uns auch schon gleich die neue richtige Matrix m holen. Print mx, nee, was habe ich denn eigentlich gerade weggelöscht? Ach, das stand ja schon richtig da. Ich wollte diesen Print weglöschen. So, wir können uns auch schon die richtige Matrix holen. Part 2 ist true, genau. Der assert habe ich schon geprüft. Der wird eingehalten. Das können wir hier auch nochmal checken. Ja, 6013, das ist die Antwort aus Part 1. Und jetzt holen wir uns noch die Antwort aus Part 2 mit dazu. 20.373. Schauen wir mal, ob das die korrekte Antwort ist. Tatsache. Und damit haben wir auch die Aufgabe des heutigen Tages erledigt. Im Laufe der nächsten Tage überlege ich, möchte ich gerne hier meine Implementation gerne auf GitHub oder GitLab, jedenfalls unter einer dieser GNU-Lizenzen als Open Source öffentlich zur Verfügung stellen. Ihr seid schon mal vorgewarnt. Das wird nicht exakt heute passieren, wahrscheinlich auch nicht morgen, irgendwie jetzt einfach die nächsten Tage. Oder vielleicht morgen zum Nikolaustag. Mal schauen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts weiter zu verkünden. Wir sehen uns einfach morgen zum sechsten Türchen und bis dahin, ciao, ciao.